grüß euch zurück bei EVE Online. Die nächste Mission steht an und was haben wir denn diesmal? Nachdem der Fromme ihren Angriff entkommen ist, rächte er sich, indem er das Kommando über ein Schiff der Imperial Navy übernahm. Es ist mit seiner eigenen Crew bemannt und einen Kreuzzug des Terrors. Was? Übernahm. Es mit seiner eigenen Crew bemannte und einen Kreuzzug des Terrors in der Konstellation begann. Ich will, dass sie da rausgehen und sie alle töten. Da kriegen wir jetzt dann Armor Rapper dazu. Passt, wir akzeptieren das Ganze. So, schließen. Wir fitten das natürlich auch gleich. Gegenstandshanger, wo ist der Armor Rapper? Das ist ein Low Power. Zack, da haben wir noch schon. Und ich nehme da jetzt einen Cargo Extender raus. Wir werden das sowieso. Brauche ich so viel Cargo? Nein, so viel Cargo brauchen wir eh nicht. Tun wir da raus. Und zwar, was haben wir denn jetzt? Cargo haben wir jetzt 97 Kubikmeter. Ja, das reicht. Bitte, das reicht. Wir geben den Small Armor Repairer drauf und wir kriegen 69 Hitpoints in 5,1 Sekunden. Ja. Und man kann da noch schauen. Info anzeigen. Also Mechanics braucht man da auf alle Fälle. Es ist einer von diesen Grundskills, den man auf alle Fälle auf Stufe 5 haben sollte. Gut, wir haben den ausgerüstet. Der ist auf unserem Schiff drauf. Man könnte jetzt, ich schau mal gar, weiß jetzt doch schon ein bisschen, was haben wir denn? Ein Dual, ein das sind dieselben, also der gleiche. Ich werde jetzt eins machen, ich werde den Mining Laser weg und wir werden da jetzt einfach diesen Laser da noch dahin bauen. Und zwar schauen wir mal, jetzt kann ich den Savager von mir aus da wieder drauf geben, oder ich habe gesagt, wir verzichten sowieso, kann ich da den auch noch drauf geben. Jawohl, dann schauen wir nur noch, was für Linsen wir haben, Munition. Wir haben 4 Stück davon. Schauen wir mal, gehen wir da mal eine drauf und schauen, was das für Werte sind. Okay, das ist jetzt ein bisschen näher noch. Der ist weiter, der ist näher. Man haut aber ordentlich rein. Also man sieht, die Hitpoints Damage geht hoch. Ich werde das einbauen. Da machen wir auf alle Fälle mehr Damage. Da sind wir Overdrive Injector System, das heißt, wir sind schneller dadurch. Und ja, dann. Ja, da gibt es auch noch Slots. Falls einer wissen will, was das für Slots sind, da kann man auch Schiffsverbesserungen, Modifikationen. Allerdings kann man die nur einmal fix einbauen. Und wenn man die dann rausnimmt, sind sie zerstört. Ja, das muss man sich genau anschauen, welche da die Werte des Schiffes verbessern. Es kommt darauf an, was man mit dem Schiff machen will und dementsprechend kann man hier noch Modifikationen, dass halt dann diese Sachen verbessert werden. Meistens gehen diese Verbesserungen aber nicht immer irgend ohne einen Nachteil vonstatten. Also es verbessert zwar jetzt, sage ich einmal, die Reichweite der Geschütze, zum Beispiel der Lasergeschütze, und gleichzeitig wird aber die Aufladerate des Schildes erfolgt langsamer, ja. Irgend sowas, das war jetzt nur wie gesagt ein Beispiel. Und dieses Manko kann man aber wieder mit Skills eben ausgleichen. Ne? Gut, das heißt, wir haben uns Schiff neu bestückt und wir haben die Mission, denke ich, einmal angenommen. Und das heißt, wir müssen den jetzt einfach da rausholen. Ne? Habe ich irgendwas? Muss ich was Spezielles zerstören? Habe ich das gegen den Frommen und seine Verbündeten? Vernichten sie wenn ihre Hitknarre heraus und regrieren sie wieder hineinwarpen. Ja, ich hoffe, dass wir das nicht notwendig haben und wir docken ab. Gut. Das machen wir zu. Da haben wir ein bisschen Klumper drinnen.
Das ist eh in dem System da wieder und da werden wir jetzt wieder ein bisschen kämpfen müssen. Jetzt geht's natürlich schon ein bisschen härter zu. Ich glaube, man kriegt sogar ein Schiff, aber da muss man alle 10 abschließen. Wir sind jetzt in der Siemer. Also nach der sind es dann noch 3. Da haben wir schon die Kollegen, die werden wir gleich schauen, dass wir es möglichst schnell da aufschalten. So, jetzt aber. So, annähern. Man kann dann auch immer ein bisschen später dann da in diese taktische Übersicht, dann sieht man nämlich, welche da näher sind. Also die sind jetzt da alle 2 beieinander. Das heißt, das brauche ich da jetzt noch gar nicht bei dem Kampf. So, wir werden das hallo auch stacken. So, dann können wir da mal drauf mit den einen und da schießen wir mal mit dem anderen, das sind sofort weg. Passt, das heißt, das hole ich mal gleich, dann schalte ich die auch noch auf, die Kollegen. So, schießen wir schon mal drauf mit die langen, also mit die. So, das erbeute ich. Okay, zumachen. So, dann nähern wir uns ein bisschen an. Gehen wir darüber, den Freund. So. Noch machen wir kein Damage. Aber wir könnten den und da. Ah, da die kurzen eigentlich drauf. Das hat eh schon gepasst mit den langen. So. Und da. Also, brauche ich nicht. Aber ich. Ja. Kann da die kurzen dazu. So. Wir werden da mal Gas geben. So, da haben wir voll Feuer drauf. Den semmeln wir mal aus dem Himmel raus. So. Und den auch gleich. Er schießt uns das Schild jetzt ganz schön weg, aber wir können die relativ schnell erledigen, weil wir haben jetzt doch schon einigermaßen Firepower und ich bin überhaupt nicht böse, damit ich mir diesen, dass ich mir diesen Firepower da verbessert habe, weil wie man sieht, geht es jetzt schon wieder um einiges besser. Wir haben da wieder eine Kiste, die nehmen wir uns gleich. Der ist eh weit weg. So, das tun wir erbeuten. Da haben wir die nächste Kiste. Ich glaube, das war's. Hackerle habe ich da. Perfekt. Schnell die Kisten ausräumen. Ah, da haben wir wieder ein. Ja, es ist doch immer wieder. Da haben wir sogar schon Micro Warp Drive. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir den einbauen können. Wollen wir da aber schon da wir genug Energien dazu haben. Also wenn man da auch wieder alle Fracks jetzt savaged, ja, dann hat man da natürlich auch gleich wieder ein bisschen Kohle dazu. Aber ich hole mir jetzt nur die Kisten. Okay. So, was haben wir da gekriegt? An Scoped Remote Armor. Also damit kann ich andere Schiffe rappen. Ja, Remote heißt immer, ich kann ein anderes anvisieren und wenn ich dann das quasi einschalte, dann wird dort der Armor repariert. Ein Remote Rapper. Gut. Ja, alles grün und wir docken an. Wir haben es geschafft. Da fliegen wir hin.
andocken. Docking request accepted. Okay. Wo ist er denn? Der Joas. Gut, und wir sagen gleich Mission abschließen. Kohle gibt's. Und wir fragen die nächste Mission. Ein paar Gesandten haben um eine sichere Passage gebeten. Okay. Sie fürchten sich von dem Frommen und wollen, dass ein guter Pilot sie abholt und sicher abliefert. Das sind sie. Na schön. Fliegen Sie zu dem Hotel, das Ihr Agent erwähnt hat, und bringen Sie die VIPs zurück. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, erstatten Sie einem Agenten darüber detaillierten Bericht. Oh Gott, was muss ich denn da wieder machen? Das sehen wir. Aha, wir kriegen noch einmal zweimal diesen Overdrive-Injector-System. Das heißt, das Raumschiff, also das Schiff fliegt schneller, kriegt aber weniger Laderaum. Kohle gibt es auch wieder ganz nett. Dann würde ich sagen, ich akzeptiere das. Fliegen das ja und bringen Sie die VIPs zurück. Okay. So, was ich jetzt einmal auf alle Fälle mache, bevor ich da, weil ich brauche das ganze Zeugs, was ich da im Laderaum habe, nicht wirklich, alle stapeln und dann werden wir das Ganze in den Gegenstandshanger da reinlegen und dann noch einmal stapeln die Geschichte. So, da haben wir Mike. Machen wir da mal. Ah, weil ich nur im Schiff drinnen war. Alles klar. Wir haben dann Limited Social. Das können wir uns auch in die Birne reinpfeifen. Ja, machen wir das einmal. Einsetzen. Ja, weil ich eh nichts. Normalerweise muss man immer die Trainings-Queue stoppen. Und was habe ich jetzt gesagt? Ah ja, das Fitting wollte ich mir nochmal anschauen. Und zwar, ob wir da nicht das Micro-Warp-Drive auch schon verwenden können. Das ist Medium Power. Wo ist er denn da? Aber ich vermute, dass das zu viel Energie braucht. Geht. Ich meine, ich kann es zwar nicht lang eingeschalten haben, aber was würde das dann fliegen? 2919. Wir lassen das jetzt einfach drin am zwecks Hetz. Und ich könnte da noch ein Overdrive rein, dann bin ich von Haus aus schneller. Ja. Was haben wir denn da jetzt? Wie viel fliegen wir denn? 492, das reicht. Schneller brauchen wir gar nicht. Das ist eh gut von der Geschwindigkeit. Und der Capacitor plagt sich da halt ein bisschen. Ne? Was mich wundert ist, haben wir noch immer keinen Shield-Wrapper bekommen? Oh, Medium Power, bin ich richtig. Nein, Shield-Wrapper haben wir keinen. Okay, gut. Soll man auch recht sein. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Mission da schnell abschließen. Das lasse ich jetzt so. Da haben wir den dazu. Passt. Die Mission habe ich angenommen, passt. Und dann mal abdocken. Irgendein Hotel hat er mal gesagt, da soll ich irgendwelche VIPs abholen, nachschauen. Keine. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn wir dort sind. Wir haben ja eh da einen geilen Guide, der uns da immer eigentlich genau dorthin bringt, wo wir hin müssen. Wenn man das einmal ein bisschen überzogen hat, dann geht das schon. So, irgendein Hotel. Also da wird jetzt sicherlich nicht der Hotel stehen, wie man es sich klassisch erwartet. So, ich kann im Wohnmodul keine Lebenszeichen wahrnehmen und die Kommunikationsdienste in den benachbarten Sicherheitstürmen scheinen nicht zu funktionieren. Ich schlage vor, wir nähern uns Omas Stopp, um eine bessere Übersicht zu haben. Die Hülle scheint beschädigt zu sein. Eine radioaktive schwebt um die Risse und füllt die leere Struktur. Okay, ich weiß das. Da muss jetzt irgendwo dieses Oma Stopp, da ist er. Und da werden wir uns halt jetzt einfach einmal annähern. Ich könnte ja jetzt da den coolen Dingsbums einschalten. Ich brauche nur das Hackerl da.
So, Hackerl ist grün, das habe ich. Und schnell weg, 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 weg. Müssen wir uns nicht unnötig anlegen. Also wir wissen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich glaube, das war's auch schon. Naja, passt. Wenn irgendwas nicht erstatten sie, genau, das haben wir gemacht. Da passt was nicht. Das sind böse Buben und die zersemmeln mich da gleich ordentlich. Und darum sind wir wieder zurück beim Agenten. Haben alles grün. Können die Mission auch abschließen und haben zwei Missionen noch. So, Mission erfragen. Gut, wir haben einen Suchtgiftring entdeckt, von dem wir annehmen, dass er bei der Finanzierung der Operation des Frommen hilft. Fliegen Sie zu Ihrem Warenlager und zerstören Sie es. Marina des Moines, bereiten Sie sich auf einen Kampf vor. Ja, wir sind darauf vorbereitet. Die Schilde sind jetzt wieder voll. Wir akzeptieren das. Belohnung an Webifier gibt's. Damit kann man die Schiffe verlangsamen. Und ich hoffe, dass ich da mit meinem Schiff soweit gut gerüstet bin. Mehr fitten kann ich eh nicht. Ich werde jetzt einmal abdocken. Probes sind da draußen. Da tut wieder einer schön scannen. Jetzt sind sie weg. Jetzt hat er sie weggeworbt. Und das ist eine Magnate. Ich gehe mal davon aus, dass das der ist, der das scannert. Und wir fliegen aber zum Kampf. Warp Drive active. So geil, wie er da die Geschütze einfahrt, bevor er in Warp reingeht. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, er fahrt sie dann auch wieder aus. Schauen wir uns das einfach einmal an. Fahrt er die aus auch wieder? Jawohl, er fahrt sie aus. Gut, da haben wir Kollegen. Ah, wir sind noch zu weit weg. Das sind kleine, die semmeln wir jetzt einmal hoffentlich weg. Also ich tue mich da auf Sprungtor gleich einmal an. Ich kann da Sprungtor auf 2,5 umkreisen, was wir jetzt einmal machen, wenn wir den Micro Warp Drive ausprobieren. Jetzt müsste da ja abgehen wie Schmidts Katze. Yeah. So. Wo sind die Kollegen? Ich glaube, die tummeln sich da beim Tor rum. Aber die kommen erst von da. Okay, das ist meine Runde beim Tor eh gut. Wollen wir da annähern? So, jetzt nehmen wir uns da an. Haben da mal eine Umdrehung vom Micro Warp Drive drauf. Dann sind wir gleich da. Es geht so ratzfatz. Jetzt fliegen wir da genau rein. Bam. Nein, nicht das Tor, du Depp, du. So. Den und den. Gut, den gleich einmal volle Kanne weg. So. Den auch volle Kanne wegsemmeln. Und den auch. Gut. Da kommen die nächsten. Sollten wir das aber jetzt einmal da einsammeln alles. Metal Scraps. So. Was haben wir da? Da haben wir eine Fregatte. So, da leider nur Metal Scraps drinnen. Egal. So, das heißt jetzt wieder zu den Kollegen hin.
annähern. Wir werden wieder eine Runde da geben. Ja, so, und werden sagen, den dummer umkreisen. So, ich kann ihn aufschalten. Ich kann die Freak aufschalten. So, den sammeln wir gleich einmal so weg. So, die Freak wird da ein bisschen komplizierter sein. Okay, haben wir auch erledigt. War bis jetzt nicht so schwer. Erledigt, da haben wir eine Kiste, die holen wir uns gleich. Und ich glaube, das war's da jetzt im First Pocket. Ah, nur Metal Scraps. Ja, mit dem Micro Warp Drive, da ist man binnen Sekunden Bruchteile bei den Gegnern, das ist schon recht geil. Gut, und dann ab zum Sprungtor. Springen wir mal. Warp Drive active. Und springen jetzt automatisch in den nächsten Pocket rein. Da wird es jetzt wieder heftig werden. So, wir tun uns da einfach mal annähern. Gehen wir mal, schalten wir mal. Wir treffen noch nichts, weil der diese erst so 10, 11 Kilometer. Genau, da geht's los. Den tun wir auch umkreisen. So, also kann ich gleich die dazu schalten. Und da auch einmal beide drauf. Okay, so, weiter geht's. Die nächsten Freunde, da ist wieder Frick dabei. So, sagen wir umrunden. Wir haben einen relativ guten Speed-Vorteil, weil wir haben so einen guten Grundspeed schon. So, mal mit den langen drauf. So, wichtig ist, dass man da immer schön in Bewegung bleibt. So, jetzt holen wir euch mal gleich die Kisten da. Da kommen die nächsten her. Schieß halt einmal auf den einen drauf. Achso, die Kiste, ja, ja, alles erbeuten. Ja, 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 komm, dann flieg hin. Wenn man zu langsam ist, ist er wieder aus der Reichweite draußen. So, die greifen mich da eh nicht wirklich an. Zumindest das nicht von der Nähe. Kostet Gott sei Dank dabei die Laser noch nichts der Schuss, weil die Linse verbraucht sich nicht. Nicht wieder verpennen. Ja, ja, alles erbeuten. Alles erbeuten. So, und da haben wir auch noch eins. Den schießen wir da ab. Den auch. Alles erbeuten. Den abschießen. Okay. Gut, dann haben wir da wieder ein paar Kisten. Die holen wir uns. Was muss ich denn da eigentlich machen? Das Rauschgiftlager muss ich zerstören. Das heißt, es wird da irgendwo sein. Aber zuerst holen wir uns noch schnell die Kisten. Da, da ist das Wehrhaus. Das ist es auch schon. Gut.
schauen wir uns das einfach einmal an, dieses Warehouse. Was ist das da auf der Seite? Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir es einfach einmal in die Zielerfassung rein, fetzen drauf und schauen, was passiert. Da sind wir und wir schießen da drauf. Ich kann mich ein bisschen annähern, dann habe ich ein bisschen mehr Effizienz. So. Und jetzt tun wir es aber umkreisen auf 7,5. So, schauen wir mal wieder unser Schiff an. Jawohl, wir haben es zerstört. Diesmal gibt es da was, was wir uns holen können. Das holen wir uns auch. Okay. Gut, haben wir alles. Grünes Hackerl haben wir. Da haben wir jetzt noch schnell die Dinger. Die holen wir uns noch. Wir sind eh gleich da mit unserem Micro Warp Drive. Ja, das ist so schnell, dass er da gar nicht einschalten kann. So, das haben wir jetzt dafür. Jetzt das da. Nein. Das. Oh, eine kleine Drohne. Das auch noch. Ja, wieder eine Laserlinse, das ist nie verkehrt. Gut, haben wir alles und dann würde ich sagen, dann docken wir auch wieder an. Grüne Hackerl haben Docking permission requested. Docking request accepted. Okay. Den ganzen Shot, dann nehmen wir gleich wieder in unseren Gegenstandshanger rein. Und wir schauen beim Agenten. Wir haben die Mission abgeschlossen. Ist erledigt. Und es kommt die letzte Mission aus der Reihe. Und da kriegen wir dann einen Punisher als Belohnung. Also wenn man sich da wirklich mit dem Rookie-Schiff durchkämpft, dann kriegt man da einen Punisher als Belohnung. Ich habe mir den halt schon vorher zugelegt. Ja. Finden Sie und schalten Sie ihn für alle mal. Genau. Das machen wir natürlich, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch.